Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. We never... That wasn't you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's... the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a... bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Krasse Tagturnerei. Wait. What the shit? Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Wait. David? That motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her.
He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Ich hab's im Griff. Beantworte mir erst eine Frage. Jeez, would you relax? I have it with me, okay? I'm coming to get it right now. I have a favor to ask you. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. I'll meet you in the junkyard in 2 hours. And bring the fucking money. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. What am I getting myself into? Das ist eine sehr gute Frage. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Das ist absolut richtig. Tagebucheintrag, genau. Aber wir gucken erstmal SMS. Da. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht's viel besser. Rate mal. Hm? Ich bin eine gute Küsserin? Na klar. Wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Yep, ich bin noch zu Hause. Duschen und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also treffen wir uns am Schrottplatz. Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. So, dann gucken wir gleich in unser Tagebuch rein. Nächster Eintrag. Was haben wir denn da? 9.05.2010. Wenn man mal drüber nachdenkt, es ist unglaublich, dass irgendwer irgendwem mit irgendwas vertraut. Zum Beispiel die Sterne. Wir lernen so viel über sie in der Schule, doch niemand erzählt uns den wichtigsten Fakt über sie. Einige davon sind tot. Und doch vertraut Rachel mir mit der wichtigsten Sache ihrer Welt, ihre richtige Mutter zu finden. Sie bat mich nicht sofort darum, anfangs wollte sie nicht mal reden. Es war auf dem Schrottplatz vor ein paar Tagen, aber diesmal drehte ich nicht durch. Ich ließ ihr Freiraum. Hier ist etwas, das du nie gelernt hast, Max. Wenn jemand, an dem dir was liegt, leidet, tust du alles in deiner Macht Stehende, um für sie da zu sein. Auch wenn es heißt, die Sterne in ihrem Zimmer erstrahlen zu lassen. Damit schaffte ich es, dass Rachel sich öffnete und mich bat, ihre Mutter zu finden. Ich sagte ihr, ich denke, dass ich es schaffe, falls ich Frank erreiche und den Truck zum Laufen bringe. Haben wir eine Chance. Chloe, Beschwörerin der Sterne. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Zeugnis. I'm about to rack up a lot more absences. Oh. C ist 3, D 4. Na gut, das geht auch noch. Unbeständig, vermag mehr zu leisten, Abwesenheit. Elternabend empfohlen, Abwesenheit. Stört im Unterricht, häufige Abwesenheit. Schwierig, unkonzentriert, Abwesenheit. Unkonzentriert, Nachhilfe verfügbar, Abwesenheit. Klassenfoto. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Achso. So, Blackpool Academy. Wer steht da? Warren, also hinten. Warren, Chloe. Na gut, sieht man eindeutig. Hayden, Zachary, Trevor, Logan, Alyssa, Justin, Elliot, Dana, Evan, Harris, Stella. Haben wir noch Brooke, Juliet, Victoria, Nathan,
Taylor und Rachel. Okay. Ein Globus. I almost forgot I had this. I haven't played with it since, ever. California, huh? Would be cool to see where Rachel grew up. Hmm. Ooh, photo. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Hm, das ist eine gute Frage. So, gucken wir mal. Benutzen wir mal unseren Computer. Figures. Was für ein Ding? Sarah Gerhardt. Mhm. Winchester High School verleiht Sarah Gerhardt den Fischerpreis. 16. März 1989. Jedes Jahr vergibt die Winchester High School den Fischerpreis, der nach dem berühmten Forscher Robert Fischer benannt wurde. An den Schüler, der sich, das war's schon, nochmal suchen, was? What? An Chloe, Betreff Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Nice to see my work is appreciated. Oh, sehr schön. Nur falls du noch mehr Beweise brauchst, dass Blackwall ohne Chloe Price besser dran ist. Deshalb brauchen Mädchen also immer so ewig auf Klo. Respekt. Niemand hat dich gefragt, Trevor. Burn. Wow, Chloe, das war stilvoll. A further layer of nuance. Nathan almost pissed himself. Das ist richtig. Rezession. Blackwall erobert Shakespeare im Sturm. Von Daniel Balch. Letzte Nacht erwachte der Sturm auf der Außenbühne der Blackwall Akademie zu neuem Leben. Die einzigartige und mutige Regie von Travis Cleeton verlieh dem Stück eine aktuelle Atmosphäre, die den übertriebenen klassischen Werken üblicherweise fehlt. Die junge Rachel Amber war überragend in der Hauptrolle und beherrschte die Bühne, so wie Prospera die unbekannte Mächte beherrscht. Nathan Prescott als Caliban verdient eine besondere Erwähnung. Die schwache, nervöse und zitternde Interpretation des versklavten Monsters durch den vielversprechenden jungen Schauspieler verlieh dem Ganzen eine tiefere Nuance, die von den Teenagern unter den Zuschauern nicht ausreichend gewürdigt wurde. Das kann man so bezeichnen. Oder er hatte einfach nur sich bewusst. Thou art an idiot. So ein Idiot. Doch der wahre Star des Abends in der Rolle von Ariel war Neuling Chloe Price, deren Chemie mit Miss Ambers Prospera selbst die Chemie zwischen Miranda und Ferdinand übertraf. Miss Price erforschte Ariels Kampf zwischen Loyalität und Freiheit in einer wahrlich authentischen Darbietung. Tatsächlich ist es eine exzellente Überarbeitung des Originalstücks, wenn Prospera Ariel die Freiheit verweigert. Nie habe ich eine glaubhaftere Darstellung von Überraschung gesehen, als Miss Price authentische Verwunderung. 5 Sterne. Yeah, go skip. Wie man aufhören sollte. Ein Interview mit Skip Matthew, dem Sänger von Pisshead, Arcadia Bay Online News. Ein charmantes, selbstgemachtes Musikvideo für euren Song Nothing Wrong landete gestern im Internet. Es erreichte in den letzten 12 Stunden über 200.000 Aufrufe. Skip Matthew. Ja, wir waren genauso überrascht wie alle anderen. Up Online. Wie erklärt ihr den plötzlichen Erscheinung eures ersten Musikvideos? SM, also Skip Matthew. Ich brauche wirklich eine Veränderung. Ich brauchte wirklich eine Veränderung. Ich hatte einen Vollzeitjob, den ich hasste. Und hatte endlich den Mut zu kündigen. Es war so befriedigend und ich dachte einfach, dass ich dieses Gefühl für etwas Neues nutzen sollte. Ah, was für ein Spinner. So, Knautschsack, oh ja. Sitzen und eine durchziehen, jawohl. Dann kann ich noch ein Käffchen trinken. It's so weird to be home. As much as this place sucks, at least it's not full of secrets.
Nobody's hiding anything. Well, except me and my pot. And everything with Rachel. But how could I possibly tell Mom what I'm up to? Ganz einfach gar nicht. Whenever I'm honest with her, we just end up fighting. Does she just want me to pretend everything's fine? Maybe I should try not to see her today. You miss 100% of the shots you don't drink. Mhm. Genau, das hat nur ja Papas Jacke. Nein, ich will mir jetzt die Zimmerpflanze ansehen. Das will ich nicht. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Sorry, Ward. I've got a real ride to fix up now. Have I ever watered that? Better than nothing. Das ist richtig, besser als gar nicht. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Das kann eine Möglichkeit sein. Alter, wie sieht das denn hier aus, ey? Still can't fucking believe that David went through my stuff. Vielleicht gibt es dafür auch eine ganz einfache logische Erklärung, die wir jetzt noch nicht haben, und ziehen schon mal unsere vorherigen Schlüsse heraus, einfach nur weil wir genau das immer tun. Von daher lieben wir mal das Zimmer. Is Mom playing music? Was ne? Oh Mann, ey. Also, wo sind wir? Da. Also hatte ich von Anfang an recht. Rachel Amber ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist sie absolut. Und du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel? Ja. Ich habe diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles drehte sich um Rachel, Rachel, Rachel. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Denn jetzt bist du allein und bereust, dass du so ein Miststück zu mir warst. Wirk, das ist nicht wahr. Wie kannst du es wagen, indem ich es tue? So. Gibt's hier schon wieder was Neues? Nee. Alte Schiff gerückt, um dich schneller zu bewegen. Nein, danke. Das Bild kann man uns angucken. Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest I'll ever get? Either way. We're fixing that truck from the junkyard. Mm-hmm. Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay. My towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. Elektrischer Rasierer, oh mein Gott. So was haben wir in der Plastikbehälter durchsuchen. Score. Oh yeah, ein Piraten-Outfit. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Lesen. Haar glanzlichter, bombig blau, austauschbare Haarfarbe.
ready for the best shower of my life. Hot water, don't let me down. I truly hate seeing so much of David's shit around here. Gross. Muskelmann-Pomade, Styling-Pomade mit extra starkem Halt. Was? Oh mein Gott. Eigentlich ist das, wie Chloe duscht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao.